In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Hilfe von Photoshop deine Bilder perfekt nachschärfen kannst, ohne dass irgendwelche störenden Elemente geschärft werden, ohne irgendwelche Schärfungsartefakte. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Explore Creativity und in diesem Video möchte ich dir einmal eine Technik vorstellen, mit der du deine Bilder perfekt schärfen kannst. Das ist zugegeben eine etwas komplexere Technik, als einfach an einem Schärferegler zu ziehen, aber dir ist vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass wenn du einfach an dem Schärferegler ziehst, dein Bild manchmal überschärft aussieht. Da entstehen dann so kleine Halos, da entstehen so kleine Ungereimtheiten, die sehen einfach nicht schön aus und es gibt aber Techniken, die das verhindern, mit denen du dein Bild wirklich perfekt nachschärfen kannst und ich übertreibe nicht, das ist wirklich eine perfekte Schärfung. Für mich ist das die ultimative Schärfungstechnik und ich setze sie eigentlich bei allen meinen Bildern ein, weil nur mit dieser Technik kriegst du eine Schärfe hin, die wirklich nur schärft, aber keine Bildartefakte hervorhebt und keine Bildfehler hervorhebt. Den Ausschnitt, den du gleich sehen wirst, ist ein Teil meines Videotrainings Schritt für Schritt Hundefotografie im Studio. Lass dich also nicht davon verwirren, dass ich vielleicht ab und zu mal über Hunde spreche. Wenn dich dieses Videotraining interessiert oder wenn dich generell Tierfotografie interessiert, dann schau mal auf creativity.de/videotrainings nach. Dort kannst du dir das Videotraining holen, wenn es dich interessiert. Und wir gehen jetzt rein ins Video und ich zeige dir die Schärfungstechnik. Für diese Technik ist es nötig, dass wir zwei neue Ebenen erstellen. Und zwar zwei neue Ebenen, die alle bisher gemachten Einstellungen enthalten. Es muss also eine Ebene entstehen, die all das hier in einer Ebene vereint. Und da gibt es eine nette Tastenkombination für. Und zwar die Tastenkombination Command plus Alt plus Shift plus E. Und jetzt haben wir hier eine neue Ebene, nennt sich Ebene 1. Und diese Ebene enthält jetzt alles, was vorher da war. Wenn ich also darunter alles ausblende, ändert sich an meinem Bild nichts, weil diese Ebene enthält all diese Elemente bereits in sich drin. Diese Ebene brauchen wir jetzt nochmal. Die müssen wir jetzt nochmal duplizieren. Und das geschieht einfach wieder bei dieser Tastenkombination Command und J. Wir fangen jetzt mit dieser obersten Ebene an. Diese oberste Ebene muss markiert sein. Die stellen wir jetzt um in den Modus lineares Licht. Der nächste Schritt ist, wir müssen diese Ebene invertieren. Auch dafür habt ihr die Tastenkombination schon kennengelernt. Das ist die Tastenkombination Command plus I. Dann sieht das ganze Bild so aus. Und als drittes muss die Deckkraft dieses Bildes reduziert werden und zwar auf genau 50%. Nicht 51, nicht 49, genau 50%. Denn bei genau 50% wird das Bild unsichtbar. Es wird komplett grau. Wenn ich ein bisschen weniger habe, könnt ihr noch was durchsehen. Wenn ich ein bisschen mehr habe, könnt ihr noch was durchsehen. Es muss also genau 50% sein. Als nächstes müssen wir auf diese Ebene einen Filter anwenden. Und zwar den Filter matter machen. Den findet ihr unter Filter, Weichzeichnungsfilter und hier matter machen. Und ihr könnt jetzt schon in der Vorschau erkennen, ganz leicht erkennen, dass die Kanten hier betont wurden. Die Werte, die wir hier haben, die sind jetzt entscheidend. Den Radius lasst ihr immer auf 5 Pixel. Den Schwellenwert, den könnt ihr jetzt anpassen. 50 ist so eine Standardschärfung, die ist ganz gut. 55 ist schon eine sehr starke Schärfung, kann man aber immer noch mit leben. 45 wäre eine sehr leichte Schärfung. Aber dieser Bereich ist der, in dem ihr euch bewegen solltet. 45 bis 55. Wir stellen es jetzt einfach mal auf 55, damit ihr den Effekt besser seht gleich. Drückt OK und dann muss Photoshop erstmal einen Moment rechnen. Der Filter ist recht komplex, deshalb dauert die Berechnung hier länger als für gewöhnlich. Und jetzt haben wir hier das Bild matter gemacht sozusagen. Der nächste Schritt auf dem Weg zur perfekten Schärfung ist, wir müssen diese beiden Ebenen verbinden. Das funktioniert, indem wir die oberste Ebene markiert haben. Wir halten jetzt die Shift-Taste gedrückt und klicken auf die untere Ebene. Jetzt haben wir beide Ebenen markiert. Jetzt können wir einen Rechtsklick auf eine der beiden Ebenen machen und wir finden hier den Bereich auf eine Ebene reduzieren. Damit werden die beiden Ebenen zusammengefasst und der Inhalt der beiden Ebenen wird in einer Ebene zusammengespeichert. Das machen wir jetzt und dann erhalten wir diese neue Ebene. Und das ist jetzt unsere Schärfungsebene. Und der letzte Schritt, den wir machen müssen, ist diese Ebene jetzt vom normalen Mischmodus auf den Modus ineinander kopieren umzustellen. Und jetzt haben wir unser Bild geschärft. Ich blende die mal aus. Und blende sie wieder ein. Ihr seht das gerade hier oben im Fell. Schaut da mal genau hin. Ohne Schärfung, mit Schärfung. Ohne Schärfung, mit Schärfung. Wir gehen mal ein bisschen näher ran, damit man das noch besser erkennen kann. Ohne Schärfung, so sah das Bild vorher aus. Und mit Schärfung. Seht ihr, wie fein das geschärft ist? Jedes einzelne Haar wurde separat rausgenommen. Man hat eine unglaublich gute Schärfe jetzt im Bild, ohne dass irgendwelche Bildfehler besonders betont wurden. Und der Vorteil, ihr könnt natürlich auch hier wieder die Deckkraft verändern. Ich kann hier wieder die Deckkraft runterziehen, um diesen Schärfungseffekt vielleicht nicht ganz so krass zu machen, wie ich ihn am Anfang hatte. Ja, so ist es jetzt nur eine ganz leichte Schärfung,
oder bei 100% ist es eben die starke Schärfung. Das heißt, auch da ist es durchaus okay, wenn ihr den Schwellenwert beim Filter matter machen ruhig immer auf 55 setzt, denn weniger könnt ihr immer über die Deckkraft erreichen. Mehr hingegen könnt ihr nicht erreichen. Deshalb setzt den Wert lieber etwas zu hoch an und reduziert dann später die Deckkraft, als dass ihr den Wert von vornherein zu niedrig ansetzt. Und damit wäre unser Bild jetzt in Photoshop final bearbeitet. So, jetzt hast du gesehen, wie du ein Bild mit Photoshop wirklich perfekt schärfen kannst. Du hast auch gesehen, dass diese Technik natürlich nicht ganz so leicht ist, wie einfach an dem Regler Schärfe ziehen oder den Unscharfmaskierenfilter benutzen. Aber ich hoffe, du hast auch gesehen, dass es sich wirklich, wirklich lohnt. Wenn du das einmal drauf hast, dann ist dieser Vorgang auch schnell gemacht. Es hat jetzt natürlich relativ lange gedauert, weil ich das auch erklärt habe. Aber wie gesagt, wenn du das einmal drin hast, dann kriegst du diese Schärfetechnik sehr schnell hin. Das ist dann überhaupt kein Problem. Und du hast ja trotzdem die Möglichkeit, über die Deckkraft das alles zu steuern. Das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Technik, die ich dir nur ans Herz legen kann, dir die anzugewöhnen. Ich habe am Anfang auch schon gesagt, dieser Ausschnitt, den du gerade gesehen hast, ist Teil meines Videotrainings Schritt für Schritt Hundefotografie im Studio. Schau mal auf creativity.de/videotrainings nach. Dort findest du das Videotraining. Wenn dich Tierfotografie interessiert oder wenn du generell mehr über diese Techniken, mehr über die Bearbeitung von Tierfotos mit Photoshop wissen möchtest, dann ist das sicherlich was für dich. Überleg dir mal, ob du das nicht vielleicht holen möchtest. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen oder dich auch in dem Videotraining begrüßen zu dürfen. Ich blende dir jetzt hier noch zwei weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren könnten. Da sind noch andere Techniken zur Fotografie und zu Photoshop für dich vorbereitet. Ich denke, dass sich das auf jeden Fall auch nochmal weiterbringen wird. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.